Hallo zusammen. Ich habe mal wieder ein Paket zugesendet bekommen. Ich hatte bei einem Gewinnspiel mitgemacht und hatte das Glück, Gewinner zu sein. Und ich wollte euch das jetzt mal zeigen, was ich gekriegt habe, und werde dann irgendwann in Zukunft vielleicht nochmal ein Video dazu machen, während ich das gute Stück benutze, beziehungsweise auch schon öfters benutzt habe. Ja, wie gesagt, bei einem Gewinnspiel mitgemacht und ein Kochset gewonnen. Ich pack's mal aus. Es ist ein Soto New River Pot Combo. Wird in dieser Kartonage geliefert. Die meisten kennen, denke ich mal, Soto von den Saki-Videos von Kai Sackmann. Ich pack's mal aus, schauen wir uns mal zusammen an. Wir haben einmal hier die Gebrauchsanweisung. Wer nutzt eine Gebrauchsanweisung? Jo, das ist ein Aluminiumtopf, also das Material ist Aluminium. Der Behälter hat 1 Liter, wird mit einem Deckel geliefert. Das ist so, was mir jetzt auffällt schon mal. Der Deckel ist aus Polypropylen und macht einen sehr, sehr robusten Eindruck. Hier oben ist so ein Gumminupsi. Das, auf der anderen Seite befestigt, also nicht irgendwie geklebt. Ich denke mal, der wird schon einiges aushalten. Und jo, macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Wollen wir weitermachen. Ja, hier ist auch noch so eine Netztasche. Ich glaube, ich habe noch nie eine Netztasche verwendet. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal für irgendwas so eine Netztasche verwendet habt, also so Kochset-mäßig. Klar, vielleicht für einen Schlafsack oder so. Knister, knister, knister. Ja, ein Amicus oder wie man es aussprechen mag, der Brenner ist mit so einem Pizzozünder ausgestattet, sehe ich. In einer Hinsicht eine ziemlich feine Sache, weil man den dann immer dabei hat. In einer anderen Hinsicht doof, wenn das kaputt geht. Aber das sieht so aus. Ja, ich glaube, den kann man auch mal selbstständig wechseln. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache sogar. Was mir sehr, sehr positiv auffällt, der Packsack. Außen halt raue Oberfläche. Das haben ja die meisten Hersteller dann innen auch. Aber der ist innen drinne glatt. Also bleibt halt nicht so hängen beim Reinstecken. Und ja, sehr robust gemacht. Hier ist noch ein Schild dran. Hinweisschild. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt. Ach so. Hat gerade als erstes im ersten Moment keinen soliden Eindruck gemacht. Aber ich habe jetzt auch das System dahinter verstanden. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Kocher jetzt zum ersten Mal ausgepackt. Und hatte den vorher noch nicht so in der Hand. Ich habe von den Soto-Produkten auf den verschiedenen Outdoor-Veranstaltungen von unserer Gruppe mal erfahren, dass da halt ein neuer Hersteller auf dem Markt ist. Und kann jetzt nichts Positives, aber auch nichts Negatives dazu sagen. Aber ich denke mal, das wird dann in Zukunft kommen. Jetzt habe ich natürlich auch hier den Brenner. Das Gewinde sieht sehr gut verarbeitet aus, ist jetzt auch nichts irgendwie schmutzig oder so. Also sind keine Späne vorhanden von der Produktion. Das hier fühlt sich littig an, aber ich versuche
versuche es mal irgendwie aufs Bild zu kriegen. Das ist der Mechanismus, das geht da über diesen kleinen Haken und dann hakt das ein. Und also ich habe jetzt mal mit ordentlich Kraft dran gezogen, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Da hakt man die ganzen Dinger dann so ein. Und ich würde jetzt sagen, so ein 5-Liter-Topf sollte kein Problem sein. Der Regler so an für sich jetzt vom Gefühl ist sehr, sehr leichtgängig, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, ist auch einklappbar. Was mir halt auffällt, diese gewölbten Brennerbereich, ich bin mal gespannt, wie sich das macht von der Leistung her. Der Brenner soll 3030 Watt haben, steht hier. Auch eine interessante Angabe. 1,5 Stunden mit 250 Gramm Gas. Ich denke mal, da gibt es sparsamere, aber auch leistungsschwächere Brenner. Ja, hat halt hier den integrierten Pizzuzünder. Den Funken sieht man auf jeden Fall, das funktioniert. Jo. Ich klapp's mal wieder zusammen und dann zeige ich euch noch den Becher und dann war's das eigentlich schon. Alles weitere kommt dann auf jeden Fall irgendwann, wenn ich das mal ausgiebig getestet habe. Was mir auffällt, die Beine sind halt so schräg angebracht. Ich weiß nicht, ob man es ordentlich erkennt. Die gehen dann so dran vorbei. Somit kriegt er ein kompaktes Packmaß. Das ist natürlich, wenn man es jetzt erstmal nicht so raus hat, ist man umständlich, aber dann geht es eigentlich ganz einfach. Macht auch wirklich einen massiven Eindruck. Der Brenner soll wiegen 81 Gramm. Wenn das richtig ist. Also, ich finde, der ist schwerer wie 81 Gramm. So schätzungsweise. Ich werde es auf jeden Fall mal auf die Waage werfen und wenn ich dann irgendwann nochmal auf Tour bin, dann werdet ihr davon erfahren. Ja, was mir als erstes auffällt, der Becher macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Was keinen guten Eindruck macht, das ist der Griff. Ich weiß nicht, ob man sieht, der ist ein bisschen schief. Ich guck mal, ob das so sein soll. Also, er lässt sich halt nicht komplett anlegen. Also auf der anderen Seite auf jeden Fall so weitgehend hinkriegt. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass man den dann so zusammen machen kann. Ist gummiert. Ansonsten macht es hier auch so von der Verarbeitung einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber was will man an so einem Becher eigentlich noch falsch machen? Ja, der Becherrand ist halt gewölbt für die Stabilität. Und jo. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare packen. Ich werde sie euch dann nachträglich beantworten. Langzeittest folgt dann noch. Und dann gebe ich euch einen Bericht. Ich bin gespannt. Ich habe das Produkt natürlich jetzt kostenlos gekriegt durch das Gewinnspiel. Werde es mit Werbung deklarieren, wie jedes Video auch. Und jo. Schreibt mir aber auch mal gerne in die Kommentare, welche Brenner ihr habt, die alternativ zum Sodo in Frage kämen. Ich versuche mich da mal zu informieren über Vor- und Nachteile und mache dann nochmal irgendwann ein extra Video darüber. Ich danke euch und bleibt gesund und ich wünsche euch viel Spaß.